Story fortsetzen. Das letzte Level fängt an. Jawohl. Schon einen Hinweis dafür. Hinter dem clownartigen Aussehen und großen Lächeln des Joker versteckt sich ein teuflischer Geist, welcher nur ein Ziel hat, seinem Erzfeind Batman das Leben zur Hölle zu machen. Sein Waffenarsenal beinhaltet einen elektrischen Handbuzzer, tödliche Maschinengewehre und Lachgas. Diese Kirche da, die man da sehen kann, spielt auch eine tragende Rolle in Batman Arkham City. Was auch ein sehr geiles Spiel ist. Was ich auch irgendwann noch Let's Playen werde, genauso wie Arkham Asylum auch. Für ein Typ. Zur Turmspitze. Das große Finale. Ja, dann wollen wir mal los. Damit haltet ihr mich nicht auf. Gut, dass die Polizei auch hier ist. Fühle ich mich schon direkt sicherer. Kommen da immer mehr Gegner? Kann das sein? Ich glaube ja. Müssen wir mal gucken, was wir machen müssen. Schauen wir uns mal ein wenig um. Dann kann die Polizei ruhig auch mal was für ihr Geld machen, auch wenn Batman und Robin gerade vor Ort sind. Okay. Dann wieder tausende von leuchtenden Dingen. Hier können wir wieder was aufbauen. Was wir auch mal direkt benutzen werden, um nach oben zu gehen. Okay. So, das können wir nicht zerstören, das ist klar. Da brauchen wir wieder einen Anzug für, aber wir können das verschieben. Ah, okay, guck mal einer an, aber das ist, glaube ich, nur wieder, um so ein Spezialteil zu holen. So, dann schauen wir uns mal die andere Seite an. Hier können wir hoch. Aber das bringt uns nichts. Das bringt uns nichts. So, Fakt ist, irgendwie brauchen wir auf jeden Fall wieder den Sauganzug von Robin. Da müssen wir jetzt erstmal rankommen. So, ob es was mit den Fahrzeugen hier auf sich hat. Zerstören können wir die auf jeden Fall nicht. Ich meine, warum sollten wir das auch wollen? Ah, guck mal da. Da haben wir schon mal einen Batman-Anzug. Ich wollte gerade sagen, jetzt will ich hoffen, dass mich keiner trifft. Genau, ich wollte gerade sagen, Robin, hau ab. So, dann gucken wir jetzt erstmal da oben. Wir können diese Figur schon mal zerstören. So, können wir auch direkt was aufbauen. Was auch immer das sein soll. Na, dann werden wir uns... Können wir da hoch? Nee. Ach, hier war noch was. Eins von drei. Eins von drei. Nein!
Eins von drei. Wo sind denn die anderen beiden? Da ist die zweite. So, und dann können wir da auch an den Anzug... Ah, okay, jetzt haben wir's. Ich mach's mal wieder komplizierter, als es eigentlich ist. So, das ist nämlich die zweite. Aber warum... Warum der Magnetanzug? Das ist doch nicht Magnet... Das ist doch nicht... Da kann man doch nicht hochgehen hier, oder? Doch, Tatsache. Okay. Aber dann kommt Batman ja nicht hier hoch. Aber egal. Ich heiße jetzt mal auf Batman. Was zum Teufel ist jetzt passiert? Was zum Teufel ist das Problem von Harley Quinn? Muss man die jetzt besiegen? Habe ich aber keine Lust drauf. So, was hat es uns jetzt gebracht, dass wir diesen Hebel da betätigt haben? Man weiß es nicht. Niemand weiß es. Ja, super, ey. Komm schon. Komm doch hier rein. Aha. Steuerung ist nicht so einfach. Oh oh. Können wir die wieder aufbauen? Na, auf jeden Fall zum Teil können wir die wieder aufbauen. Finde ich gut gerade, dass sie mich nicht treffen. Muss ich jetzt auch noch hochziehen oder was? Nein, muss ich nicht. Okay. Eine komische Art, um sich fortzubewegen. Ach, jetzt baut er hier schon wieder irgendwas auf. Also war das jetzt schon wieder nur für ein Geheimnis? Sind wir jetzt schon ein Stück... Ja, doch, wir sind ein Stück höher. Okay. Weiter geht's. Hier ist alles voll mit Bomben. Hebel. Schon beweglich hier, gute Harley. Sie aber nicht vor ihrem Untergang retten wird. Hi. Sweetie. Warum hüpfst du denn immer so weit weg? Das ist wieder ein Job für Robin. Werden wir Superheld schaffen? Ja, korrekt. Muss Robin jetzt den... Weg wieder zurück. Einmal da hoch, bitte.
komm, ich war doch schon fast auf der Treppe drauf. Was ist denn jetzt los? Okay. Was können wir tun? Was können wir tun? Okay, das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Nein, das ist auf jeden Fall gar nicht der richtige Weg. Vielleicht muss ich aber auch einfach nur... Nein. So, das können wir auf jeden Fall nicht aktivieren. Wir müssen doch irgendwie hier rüberkommen. Mit einer mächtigen Explosion. Moment, ich kletter mal einen nach unten. Ach, guck mal einer an. Fluganzug vercheckt. Ich sag ja Augen auf. Ach so, jetzt kann Robin rüber. Moment, mein Freund. Sehr schön. Druckknopf. Moment, das muss irgendwie anders gehen. Bitteschön. Jetzt ist Batman wieder gefragt. Na super, Batman war gar nicht gefragt. Oh, das sieht nach Finale aus, Leute. Das sieht nach Finale aus. Vor allem sieht das erschreckend aus. Fighten wir jetzt gegen Harley und den Joker. Gut, die Dinger können wir nicht zerstören. Ah, okay. Erstmal aufbauen. Sehr schön. Gut, ich weiß noch nicht ganz genau, was uns das gebracht hat. So, einen Fluganzug haben wir ja schon. Okay, gut. So, Robin kann auch mit hoch. Ah, das sind... Ah, gut. Oh, okay, okay. Okay, also ist das jetzt im Prinzip erstmal so ein kleines Vorgeplänkel. So, der Joker hängt da fest. Das heißt, Robin kann hier mit seinen Magnetschuhen hoch. Hallo? Danke. Genau, und dafür haben wir den rübergeholt und jetzt kommt der Joker raus und jetzt hebelt für beide Backenfutter. Backenfutter! Der Joker ist verrückt. Jokers Helikopter, what the? Okay. Wenn ihr es so wollt. Komm schon, bau schneller zusammen, bau schneller zusammen.
Komm schon. Okay. Nein! Batman ist in den Tod gestürzt. Das ganze Szenario hier erinnert mich an den ersten Batman-Film. Also an den allerersten. Mit... Oh, wer war nochmal der Batman da? Wer hat die Hauptrolle gespielt? Ich glaube Michael Keaton und Jack Nicholson dann als Joker. Das kurze Finale da fand nämlich auch in einem Glockenturm statt. So, jetzt müssen wir einfach nur auf den Helikopter mit Wasser schießen. Aber wie schon gesagt, die Steuerung ist echt wirklich nicht optimal. Komm schon. Und wieder ein Herz weniger. Das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. So. Da kann der Joker so viele von seinen Helikoptern rufen, wie er will. Ich meine, ich glaube, der hat sowieso nur den einen, also... Vergesst die Aussage ruhig wieder. Oh nein, sie haben Robin getötet. Komm schon. Einmal noch, ein einziges Mal noch, das kriegen wir hin. Wenn Batman einfach rechts daneben steht und chillt. Ja. Auf Wiedersehen. Jetzt geht's dem Joker an den Kragen. Ein Kampf auf Leben und Tod. Ja, da kannst du so viel mit deiner Pistole hier rumknallen, wie du willst, mein Freund. So. Jetzt haben wir ihn gleich. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Jawoll! Aber ich glaube, das ist noch nicht alles. Genial. Sehr geil. Und das war's, liebe Leute. Das war Let's Play Lego Batman. Ich habe mal wieder seit langem ein Spiel abgeschlossen. Sehr geil, sehr geil. Schauen wir uns noch ein bisschen die Statistik an. Superheld haben wir leider nicht geschafft. 49%. Naja. Und die Millionen Steine haben wir fast bekommen. Fast. Minikits. Ja, gut. Und damit schließen wir die Story ab.
Ja, meine lieben Freunde, und wie gesagt, das war's mit Let's Play Lego Batman. Die Credits werde ich euch nicht mehr zeigen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und auch fürs Interesse an dem Projekt. Und... Oh, da kommt doch noch was.